Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe die Frage nach dem Mikrofon bekommen, wie das hier bei diesen Stöpseln ist hier, die ich hier, ja, die In-Ears, aber ohne Gummis, die heißen wohl auch In-Ears, also so oldschool, die ich mir eigentlich geholt hatte, für, also die sind mit USB, mit einem Kabel, mit USB, die habe ich mir aber eigentlich nur geholt, für wenn ich hier für den Sommer, wenn ich hier dran bin und dass ich nicht immer auf den Akku angewiesen bin, weil der Kabel ist echt schön lang, reicht aus, das ist hier vorne im Front-USB drin. Das Mikrofon daran hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, habe ich auch gar nicht getestet, ehrlich gesagt, weil ich habe ja hier mein Mikrofon, mein Rode, aber da kam mir die Frage nach dem Mikrofon und deswegen testen wir das jetzt einfach mal. Ich habe hier, wie ihr hier seht, schon einmal aufgenommen und das darunter habe ich eben auch aufgenommen, das ist für die gleiche Variante, aber mit Gummi. Da habe ich aber eine Anfrage bekommen. So, und ja, da hören wir mal einfach rein, würde ich sagen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe noch nicht reingehört. 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Mikrofon hängt an mir runter. Ein Rauschen hat das Mikrofon. Jetzt nehme ich es mal direkt vor den Mund. 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Ja, da müsste man das. Ich habe einen Knopf dran, der passiert. Hier oben mit dem Festhaltemechanismus dran machen. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ich den drücke. Dann gibt es nämlich so Back. Ja, das ist der Knopf hier vorne dran, der hier dran ist. Und ich habe auch den Schieberegler, da passiert jetzt natürlich gar nichts, wenn ich den jetzt auf leise mache oder auf laut, weil der natürlich nur für den Kopfhörer ist. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt an... Also mit dem Knopf, das ist halt schon, also das ist halt hier, der hier vorne, der ist hier dran, den kann man drücken. Ja, dann ist halt dieses Störgeräusch, was ihr hier habt. Und hier ist der Schieberegler, ja, der macht halt kein Störgeräusch. Wenn ihr das Mikrofon benutzt und wenn ihr laut und leise machen wollt, wenn ihr zum Beispiel im Discord benutzt oder so und lauter machen wollt, wenn ihr dann Druckknopf habt, dann habt ihr gehört, dann bei den anderen zum Beispiel, dann gibt es halt dieses Störgeräusch. Ist hier jetzt nicht, weil es ein Schieberegler ist. Das ist sehr positiv. Ja. Also mir gefällt das sehr gut, aber wie gesagt, das Mikrofon, wenn man es hier oben dran hat oder wenn man direkt reinquatscht, habt ihr gehört, hört sich besser an. Ich habe es aber nicht deswegen. Hat mich überhaupt nicht interessiert, das Mikrofon. Ist einfach nur... So, ich zeige euch nochmal. Schöner langer Kabel. Wirklich schön lang. Wir haben auch hier so ein Klett-Anbimselteil hier, so einen Haken, dass wir uns das hier oben ran machen können. Dann ist das Mikrofon besser, habt ihr ja gerade gehört. Und ich bin halt nicht auf den Akku angewiesen. Ja, das ist halt sehr positiv. Und im Sommer halt... wenn ich hier jetzt, was weiß ich, Video bearbeite oder am PC sitze und mir ein Video angucke oder irgendwas im Video nebenbei laufen lasse und Fragen beantworte oder was weiß ich, da will ich halt nicht die großen Dinger haben, weil bei über 30 Grad eine Bude schwitzt du dir die Seele aus dem Leib. Das ist nicht mehr schön. Ist überhaupt nicht schön. Und dafür habe ich die. Das ist halt ideal. Ja? Ist top. So, das soll soweit zum Mikrofontest gewesen sein. Ich habe sie ja schon ein paar Mal im Livestream benutzt. Momentan benutze ich halt immer die Shocks, ja, im Livestream. Die macht man halt, sieht man das ein bisschen? Ja, macht man halt ums Ohr rum. Die sind auch nicht rein, sind so wie Boxen halt über den Ohren, also einfach rum. Voll geil, der Akku hält etliche Stunden. Ist wirklich geil. Ja. Und die benutze ich jetzt momentan die ganze Zeit eigentlich immer, weil da hält der Akku halt ewig. Und dann, wenn sie leer sind, machst du sie in die Box drin, 5 Minuten laden oder eine Minute laden. Was stand da, soll wieder für eine halbe Stunde oder so, irgendwas sowas in dem Dreh gehen? Ich hab die Daten nicht im Kopf, funktioniert super geil, super geil. So, aber sind aber auch dementsprechend teuer. Aber nichtsdestotrotz soll ich sagen, wartet jetzt. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.